Speedrandale, heute mit Geistern, aber auch mit Horrorspielen. Yay! Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch. Herzlich willkommen zu Speedrandale. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Und zwar gruseln wir uns heute ein bisschen, oder? Ja. Ja, nicht nur vor dem Spiel selbst, sondern auch vor der Grafik, glaube ich. Ich glaube auch. Dazu haben wir uns einen wunderbaren Gast eingeladen, Batman vs. Sparrow. Vielen lieben Dank, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Was runnst du denn heute Schönes für uns? Ja, Dawn of Fear, genau. Ja, so ein bisschen, das erinnert ein bisschen an Resident Evil 1, auch mit einem Haus und ja, ist nicht so viel zu erzählen es eigentlich. Es geht ein bisschen durch die Presse, also durch das, was ich gelesen habe, und es wirkte so wie ein Spiel, was Resident Evil versucht nachzumachen, es nicht so ganz schafft und gerade deswegen, sage ich mal, populär ist, weil es charmant ist. Es scheitert charmant. Ist das irgendwie eine gute Zusammenfassung? Ja, oder? Absolut, ja, genau. Okay. Genau, sie versuchen es, aber nein. Ja gut, ich muss es, glaube ich, auch langsam mal spielen. Wir müssen natürlich noch mal erwähnen, wir sind nicht nur zu dritt, wir sind nämlich eigentlich zu viert. Wir halten nur ein bisschen mehr Abstand, aber irgendwo ist hier noch eine vierte Person. Eine musste raus. Wo ist sie denn? Für eine war kein Platz mehr frei. Ja, es ist das maximale Social Distancing. Ich bin so weit weg von euch allen, dass ich nicht mal auf die Kamera passe. Aber ich bin auch da. Hallo, ich bin's der Gregor. Yay, okay, dann haben wir doch alle da. Ja, du runnst heute die Any%-Kategorie. Mhm. Wie lange trainierst du die schon jetzt? Ja, das Spiel kam im Februar raus. Mhm. Ich hab's einmal durchgespielt und danach habe ich eigentlich angefangen, es schon zu speedrun, weil also ich habe gemerkt, das läuft eigentlich ganz gut. Also auch, ich glaube, zum Reinkommen ist es auch sehr gut für Speedrunner eben, die irgendwie damit anfangen wollen. Ich glaube, da ist das Spiel gar nicht schlecht, ja. Also ungefähr 2 Monate so. Kann man? Ja, also ich hatte das nach einer Woche schon drauf, sag ich. Okay, ja, cool. Weil die Rätsel, klar, beim ersten Mal brauchst du ein bisschen dafür, so, wenn du sie selber herausfinden willst. Aber wenn du sie weißt, dann. Okay. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Wenn du willst, kannst du anfangen. Ja. Ja, okay. Soll ich irgendwie. Wenn du willst, mach einen Countdown. Also, so, wenn es ja, losgeht, genau. Mach einen Countdown und dann startet die Regie. 3, 2, 1, go. Okay. Hammer. Okay. Na, das scheint ja nicht viel. Scheint mir nicht viel machen zu können. Ja. Attack, Reload, bewegen, genau. Angreifen und man hat einen Inventor. Wo ist denn der Win-Button? Ja. Ist das L1? Das ist noch frei. Der große Play ist noch frei, ja. Ja. Sehr gut, wenn der Speedrun mit der Ladezeit losgeht. Ob du mit Analog oder Steuerkreuz spielst? Ja. Das ist cool. Genau. Wenn man mit dem Analog sich bewegt, läuft man automatisch schnell. Ah, okay. Sonst ist es wie bei den alten Resident Evil Teilen, dass eine Taste eben zum Laufen braucht. Okay, okay. Genau, und dieses, auch wenn die Kamera hier mal hin und her schaltet, die Bewegung ist nicht so schön. So, jetzt kommt ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ist schon super. Ja, ich muss sagen, es hat auch wirklich jetzt schon Charme. Also ich hab's noch nicht. Der Raum wird zum Beispiel nicht geladen. Oh. Ich weiß, wo die Tür ist. Ist das immer so, oder was? Ja. Also man kann warten, bis er geladen ist. Ach so, okay. Genau, aber den Ding kriegt man noch dunkel hin. So, das passiert noch bei anderen Räumen, da muss ich dann warten, bis der geladen ist, weil... Ey, Zombies! Genau, der wird mich jetzt auch gleich beißen. Auf dem Rückweg. Oh nein. Oh Gott, wie der dann so lang wobbelt. Und eine Schachfigur. Ey, das hast du. Ah, na. Ah, okay. Und ich hoffe auch, dass es bleibt der einzige Schaden. Eigentlich will ich danach jetzt kein Mending. Läufst du dann auch schneller, wenn du gebissen wurdest? Ich kenne das aus einem anderen Spiel. Das war, nee. Man läuft irgendwann leise. Ist sie, wenn sie gebissen wurde, ist sie schneller. Okay. Nee, weil irgendwann Frauen erst dann ihre richtige Power abrufen kriegen. Ja. So, genau, jetzt kommt hier schon. Oh, was geht da? Ach, ja. Warum hängt der da? Das vergesse ich auch immer wieder. Warum er da hängt? Nee, die Szene habe ich ja weggedrückt. Ja. Man hört Schüsse und man hört einen Angriff. Ah, okay. Ja, ist einfach, er wurde angegriffen. Genau. Offscreen. Okay. Gekreuzigt. So, das Rätsel zum Beispiel war auch ganz schön. Wir haben uns jetzt diese 2 Schachfiguren eben eingesammelt. Mhm. Die platziert man da und dann muss man halt den König matt setzen. Und dann. Ah, okay. Genau. Ja, eigentlich ganz nettes. Aber wäre auch ein typisches Resident Evil Rätsel, glaube ich. Richtig. Da braucht man eigentlich den Farbentferner, um den Code da zu erkennen. Aber wenn man den weiß. Wenn man den weiß, dann kann ich mir das jetzt schon holen, dann spare ich mir den Weg. Okay. Aber wie würdest du die Rätsel einschätzen? Du schon als unterhaltsam und sinnig und logisch? Absolut. Gerade das letzte Rätsel. Da war ich wirklich wieder so, dass ich mir einen Zettel und Stift geholt habe und erstmal aufgeschrieben habe. Okay. So, weil
Ja, komischerweise kann man den Zettel nicht mitnehmen. Der ist da festgetackert. Da ja, dann wär's zu einfach. Richtig. Und, aber ich fand's gut, auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht. Ui. Genau, da läuft er einfach durch. Der fällt jetzt runter mit dem Schlüssel. Ja. Und später. Fast wie Dark Souls hier durch die Räume laufen. Ja. So, oh. Der hier. Wow. Der ist ja nice. Der hat ist, mal. Ich glaube, der soll so lickerartig sein, aber der ist halt absolut nicht so gruselig wie. Der hat's auf jeden Fall drauf, so mit den Stelzen. Und er wartet schön, bis sehr nett, dass er wartet, ja. Ja. Auch die Mauer da, ich weiß nicht, was die darstellen soll. Ja, das ist soll, genau so. Der ganze, das passt alles nicht zusammen. Jeder Raum sieht schon komplett anders aus. Da kommt doch bestimmt ein großes Viech durch die Mauer, ist doch klar. Nein, leider nicht. Nein? Ich kann schon das wäre zu aufwendig, das kannst du nicht einfach mal so programmieren. Nee. Wir sprengen eine Mauer in die Luft, aber da wird extra schwarz geschaltet, weil ja, okay. Ich glaube, das Spiel kriegt das nicht hin. Ich liebe diesen Zombie-Sound, wo einfach wie so ein Räuspern sich anhört. Also, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Darf ich Sie beißen? Gregor und wir machen zusammen irgendwann mal ein Horrorspiel. Ja. Wir machen es, das Anti-Horrorspiel. Entschuldigen Sie bitte. So, jetzt hast du erst eine Knarre. Ja, die hatte er als, ja, wie gesagt, in der Szene, die ich weggedrückt habe. Da okay. Verteidigt er sich damit. Ja. Ich brauch die auch noch nicht, also. Oh. Das ist auch so wie. Ja, ich. Hä? Ja, es ist immer was Neues. Hä? Okay. Du bist abgestumpft. Ja, ist absolut. Okay. Man sieht das schon gar nicht mehr. Da auch, man hat schön gesehen, dass das eine Textur war. Der Raum dahinter war einfach nur, das ist geil gemacht irgendwie. Ich meine, was willst du machen? Bei so gerenderten ist ja auch egal. Ich wollte gerade sagen, wenn aber man so ein bisschen Humor hat, macht das Spaß. Ich finde schön, man erkennt ja so ein bisschen das, was gedacht war, was sie machen wollten. Mm. Und ich glaube, wenn man da jetzt noch 10 Millionen drauflegen würde, wäre es auch noch mal hübscher. Ist klar. Mm. Aber vor allen Dingen, sowas gibt es ja heute eigentlich nicht mehr so häufig, dass die gerenderten Hintergründe einfach Schatten. Durchgeschaltet werden. Jawohl, ey, das ist so Resident Evil. Mir geht irgendwelche Schaltpulte, irgendwelche Energiedinger. Das ist dein Menü, ja? Genau. Okay. Und ob die Blätter zerknickert sind oder ein bisschen Blutspritzer dran haben, ist meine Energie. Ah! Wenn sie ganz glatt sind, dann habe ich volle Energie. Cool. Ist eine coole Idee. Ja. Auch das Abspeichern hier sind Kerzen, die man dann anzündet. Okay. Und es gibt Orte, da findest du nur eine Kerze, da sind drei Kerzen. So, man hat an unterschiedlichen Stellen eben ja, mehr Möglichkeiten abzuspeichern. Cool. Ich war gut an die Idee. Aber wie kamst du auf das Spiel? Bist du ein Resident Evil-Fan, der einfach dachte, das will ich spielen, weil es so ähnlich sein soll? Okay. Du hast es nicht aus Speedrun-Aspekten ausgesucht. Nein. Ich hab gehört, dass das Spiel eben wie die alten Resident Evil-Teile sein sollen. Ja. Und das hier von 2, das Remake, ja erst noch gespielt. Und das wollte ich mit meinem Cousin so ein bisschen Speedrun eigentlich, aber das hat nicht so gut geklappt. Und genau das Spiel mir ja dann geholt. Ja, und irgendwann gemerkt, du, ich glaube, das läuft. Ich kann das eigentlich. Das war nicht gewollt, ja. Bei so einem Spiel bist du dann ja auch ganz vorne mit dabei, wenn du es von Anfang an ein neues Spiel. Ja. Speedruns, ganz klar. Es macht ja vielleicht auch mehr Spaß, weil noch mehr passiert in der Community mit dem Spiel. Richtig, ja. Gibt es denn hier sowas wie Glitches? Oder? Es gab am Anfang einen ganz großen Glitch. Oh. Die Tür, die man erst zum Schluss eben von der anderen Seite öffnet. Die konnte man irgendwie mit einem Trick öffnen, aber das wurde. Das wurde weggepatcht, ja. Das geht nicht mehr. You used explosives. Ja, genau. Ich sage, die Explosion zeigen sie nicht mal. Und auch jetzt. Das ist ja nicht mal eine Explosion gehört. Frame Drops. Geil. Ich wollte gerade sagen, man sieht es vielleicht. Wie in so einem Bullet Hell Shooter, wo du froh bist drüber. Auf die ganzen Kameraumstellungen hier. So, es ist. Leute, mit euren Stream ist alles in Ordnung. Die Frame Drops liegen am Spiel. Mit uns ist was nicht in Ordnung. So. Jetzt kommen wir gleich schon zu dem ersten großen Gegner. Was ist denn die normale Durchschnittsspielzeit? Was würdest du sagen? Also auch wie in Resident Evil? 12 Stunden? 10 Stunden? Nee. Viel weniger? Ja, so. Vielleicht 2-3 Stunden. Ah, okay, dann ist es ja wirklich mehr ein kleiner Snack. Ja, vielleicht 4 Stunden, wenn man. Obwohl, ich muss mal fragen, aber was ist die Story? Warum ist hier ein riesiger Lagerraum voller Leichenberge? Ich meine, irgendeine Geschichte wird dahinter sein. Ja, und die habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden. Alter, das ist ja ein Leichenberg, Mann! Yeah. Gregor, ja, sind das diese Schaufensterpuppen? Schön Castlevania. Also Schaufensterpuppen oder sind das Leichen? Ey, aber das ist eine verdammt coole Idee irgendwie.
Ich finde halt so leichenmäßig, weiß ich nicht. Ja, wobei Schaufensterpuppen bluten nicht. Ja, richtig. Also aber sie wirken halt so sein. Irgendwie... auch irgendwie alle nackt und ich weiß nicht. Ja, wenn der Sportler als Füße hätte, würde er schneller laufen können? Ja, sehr gute Frage. Ah, und du musst ihn killen, okay. Ah, kurz kratzen. Genau. Kenn ich irgendwo her. Genau, nach 2 Schüssen ist er so gestunt und dann gibt man ihn einen mit. Ach so, das du hast ihn eine mitgegeben, habe ich gar nicht gemerkt. Man kriegt's aber wirklich nicht so richtig mit. Nein. Der hat nämlich so einen Punch-Sound, so ein Dusch. Okay, ja, genau. Und sobald er, wir müssen uns das nicht angucken, wie er zu Boden geht. Okay. Und den können wir auch zwingen, ein bisschen schneller runterzugehen. Ja, nice. Genau. Das ist gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man Resident Evil und Nightcry miteinander verbinden kann. Nightcry, ja. Das kannst du dir als nächstes angucken. Auch ein ganz tolles Spiel. Ja, auch ein ganz tolles Spiel. Die Haltung, in der er aufgeht. Es ist Liebe. Man erkennt. Ja, ich muss sagen, es ist echt charmant. Weißt du zufällig was über die Entwickler? Also ist das es wird ein kleineres Team sein, aber ist das irgendein polnische Dreiergruppe? Ich glaube Spanisch. Ich glaube Spanisch, weil man kann nur auf Englisch und Spanisch stellen. Ah, und ja, die englische ist Übersetzung ist komisch. Dann muss es Spanisch sein. Genau. Mein Spanisch ist nicht so gut. Genau, den erschießen wir lieber, weil sonst ist er direkt hinter mir, wenn ich hier durch die Tür gehe. Ah. Und später muss ich durch die andere Seite wieder durch. Und dann steht er da noch. Okay. Ich würde ihn dann genau in die Arme laufen. Ja, es klappt auch dran vorbeizugehen, aber nee. Heißen die auf Spanisch dann Zombies, oder? Ah, Le Zombie. Le Zombies. Olle. Oh, habe ich mich jetzt noch gedreht? Geht das trotzdem? Ja. Genau, hier so 3 Figuren rein. Oh, ich hasse so eine Rätsel. Ja, beim ersten Mal habe ich auch gleich gecheckt, was die von mir wollen. Ich denke, okay, wenn das dann gerade steht irgendwie und ich. Und das kennt man vielleicht auch noch so. Tch. Diese Statuen. Wer hat sowas nicht? Weil man könnte auch Sofas, bequeme Sitzecken hinstellen, damit die Leute die Bücher halt auch lesen können, aber nein, viel wichtiger ist so hier. Und das Skelett spielt Geige. Oh Mann, ey. Na, ich weiß, bei Resident Evil, wenn man einmal versucht hat, mit der Schulter dazu schieben, es hat doch nie geklappt, richtig. Oder man ist zu weit das und dann war super nervig. Es ist immer noch nervig. Also hier ist schon eine gute Alternative so. Also einfach sich ans Pult zu stellen und dann bewegen sie sich aus. Einfach von alleine. Ich stimme dir zu. Was für deine Abkürzung, Simon, um es dir zu merken? Wenn der Geiger im. Also, der Geiger mit der Pfeife im Sonnenuntergang. Genau. So müsste man sich's merken. Dann würde es bei mir zumindest klappen mit irgendeinem Bild. Ja, genau. Wie merkst du dir die Sachen? Oh, du wolltest was anderes sagen. Also im Bild ist die Erklärung drin. Und da ist so ein Satz eben so, mit der Welt hat es begonnen und dann irgendwie zum Schluss kam die Kunst. Und, okay, ja, und deswegen, so ist auch die Reihenfolge und irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das bei mir auch so irgendwie festgesetzt. Ja. Ich weiß halt, die Welt dahin, die Kunst zum Schluss und der eine. Genau. Wie merkst du dir das? Merkst du dir das visuell, dass du sagst, so sieht's am Ende aus, so muss es aussehen? Oder hast du eine Geschichte? Ich hab dann immer einen Satz, der alles beinhaltet oder so, irgendwas Bildlicheres. Also ich hab die Rätsel ja wirklich alle selber auch gelöst und irgendwie. Man vergisst sie dann nicht so. Nee, genau. Es ist bei mir noch alles sehr präsent. Deswegen. Hey, warte mal, war da nicht eben noch ein Dude, der an der Wand hing? Ja, stimmt. Man sieht, da ist eine Blutspur. Aha. Der wurde wohl weggeschliffen. Eine Durchspur. Aber das war so ein schönes Kunstwerk. Oh, jetzt kommen sie. Das ist auch so eine Polonaise oder ich weiß es nicht. Aber die ersten beiden sahen exakt gleich aus. Den schießen wir auch lieber einmal runter, weil der das sonst Thriller-Musik noch nervt. Also der Virus führt und zu haben. Und wir versuchen jetzt auch immer, dass die in einer Reihe bleiben, weil das ist deutlich leichter dann, den auszuweichen. Wie viel halten so eine Zombies aus? Würden die jetzt noch mal aufstehen zum Beispiel? Okay. Also ein normaler Zombie, nach 2 Schuss kippt er um und einen dritten braucht man, um ihn zu erledigen. Okay. Der eben, das war so ein blutüberströmter, der braucht 3 zum Umfallen. Ah. Genau, und dann noch immer einen weiteren Schuss. Genau, ich habe den einen jetzt da kurz durchlaufen lassen, damit ich dann hier durchgehen kann. Das ist der schnellste Weg auch. Mhm. Genau, und es gibt noch Zombies mit so leuchtenden Augen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt umkippen. Okay. Ja, ich glaube aber auf 4 Schuss, dann sind sie tot. Genau, und ich habe eine Schrotflinte. Schrotflinte ist
zwei Schuss aus der Pistole. Mhm. Und okay. Genau. Ja, hier dachte ich auch am Anfang, dass ich ihn befreie, weil der hat so eine Kette um, aber ich schneide den Finger ab. Oh. Okay. Das ist nice. Der denkt auch so, oh geil, schön. Ich hab Bolzenschneider. Hey. Ja, nee, ich nimm lieber den Ring. Hat mein Finger. Er sagt auch irgendwie, ich brauche ja den Finger von seinem Onkel irgendwie. Ich weiß, ich verstehe die Story nicht so richtig. Er hätte mir auch einfach den Ring abnehmen können. Ja. Nee, also, wir brauchen den Finger auf jeden Fall. Ach so, auf jeden Fall. Geht leider nicht ohne. Genau. Weil hierfür. Ah, natürlich. Brauchst gar nicht den Ring. Nee, den hat er sich nur so mitgenommen, ja. Er hat bereut zu sagen, zieh an meinem Finger. Plopp. Ein Herz? Aha, okay. Genau. War es ein echtes Herz, oder? Es ist das Herz des Osiris, glaube ich, oder so. Ich glaube dann nicht. Ja, mega lange Leiter jetzt. Ich muss sagen, hier kann ich mir schwer vorstellen, dass es in einem Labor endet. Dass es wie Resident Evil in einem Labor endet, wo alles dann klinisch seriös ist. Ich glaube, hier ist irgendeine dämonische Verschwörung dahinter. Nein, du landest auf dem Dach jetzt oben. Dach hier wiederum, das wäre spannend. Für die Dark Souls 2 Nummer. Ich dachte, man klettert runter aufs Dach. Sag mal, streamst du solche Sachen auch? Weil hier wird normalerweise die Metal Gear Musik oder so, ne? So Snake Eater, geh die Leiter rauf und runter. Ja, richtig. Die endlose Leiter, ja. Genau, jetzt kommt gleich wieder eine Cutscene. Die drücken wir weg und man sieht, ich stehe ja jetzt schon hier vorne. Füße. Und bin wieder an der Wand. What? Es ist ein Quatsch, ja. Okay. Die müssen wir hier drauf stunnen, dass sie dort fest bleibt und dann... Oh, die bleibt da einfach? Ja, nach vier Schuss ist sie gestunnt und dann zünden wir sie an. Und da habe ich am Anfang wirklich lange gebraucht, um überhaupt erstmal diese Ventile zu finden. Ach so. Ach, das ist ein Boss, okay. Ach so, ja. Wirkt zwar nicht so. Musst du halt nochmal erwähnen. Genau. Es ist wirklich sehr lahmarschig, wie man sieht. So, vier Schuss. Gut. Genau, und am Anfang habe ich halt echt gesucht, wo sind diese Ventile. Und sie läuft die ganze Zeit hinterher und holt einen auch nicht ein. Mm. Es sieht nicht schön aus. Vor allen Dingen, wie funktionieren diese Ventile? Was ist die Logik, die interne Logik dahinter? Und man muss auch immer abwechseln. Man muss auch abwechseln. Das sind nur zwei Ventile. Also der eine hat halt dann Cooldown, wenn er benutzt wird anscheinend. Den Gameplay-Punkt verstehe ich. Ja, vielleicht war das mal so ein Grill, ne? Wo man dann. In die Mitte alles, legen sie alles in die Mitte. Ja, und da muss man mal abwechselnd so von einer und der anderen Seite grillen. Naja. Wenn du Medium wolltest, nur einmal. Wenn du durchhaben willst, musst du beide. Ja, und das war schon. Das ist durch. Ja, ich nehme gut durch. Ja. Die Klamotten sind erstaunlich feuerfest auch. Ja. Oh, sie brennt jetzt aber extra lang. Oh, jetzt aber. Wow. Ja, es hört nicht auf. Ich glaube, sie schreit auch nochmal, ja. Also wenn da jetzt so ein kompletter Hosenanzug übrig bleibt. Nur die Klamotten, ja. Krass, weg. Ganz weg. Nee. Außer, was ist über? Beine? Something. Ja, Knochen. Ja, und jetzt ist der Raum auch komplett anders. Und jetzt ist sie auch vor deinen Füßen. Ja. Das ist halt echt, das ist ja echt bizarr. Convenient. Ja. Na gut. Und wird einfach akzeptiert. Die Leiter ist auch nicht mehr so lang. Mhm. Ach, das war die gleiche. Ja. Das ist ja, was haben wir, haben die geladen, während du runtergeklettert bist? Und jetzt du hast Halluzinationen gehabt. Der ganze Raum ist anders auch irgendwie. Also vielleicht gehört das zur Story. Du bist so die Illusion nur. Vielleicht, ja. Man mit wird ganz irre. Viel Fantasie funktioniert das. Ja. Aber wenn das zu Zeiten der PlayStation 1 rausgekommen wäre, wäre es der absolute Killer gewesen. Ja, natürlich. Das ist schon immer wieder auch lustig, wie die Zeit alles ändert. Das soll ein Licker sein, nehme ich an. Also den würde ich als Hunter sehen, oder? Hunter, Entschuldigung, die Hunter sind die Nackten mit dem Hirn, ja. Genau, weil die Licker. Nee, Moment. Die Licker waren die mit den Stelzen, dachte ich. Genau. Also die erinnern mich auf jeden Fall. Hunter sind die Froschwesen, ne? Genau. Licker sind die mit der Zunge und dem Hirn. Genau, okay, genau, mit dem kleinen Hirn. Habe ich durcheinander gebracht. Ja, hier nochmal diese schöne Wand. Und auch die Steine, teilweise können die da gar nicht stehen und so, aber. Sowas, das ist aber geil. Ich meine, wann sieht man sowas schon mal? Aber auch der Raum, ich finde den so schön designt eigentlich. So, es ist nicht kein Rätsel, gar nichts.
Man holt sich den Schlüssel und geht wieder raus. Da steht das sogar noch eine Flasche Wein und zwei Gläser. Bisschen verschwendet alles, ja. Und diese Zwischenräume sehen dafür alle scheiße aus, die Gänge. Und ich meine, wie passt das alles zusammen? Wie kann der eine Raum neben dem anderen sein? Ja, das war das Schlafzimmer auch irgendwie. Also, weil der Schlüssel heißt ja so, Schlüssel für Schlafzimmer. Okay. Also, ich weiß nicht. Naja. Es ist, wie gesagt, wenn man Humor hat, ist es ganz lustig. Ja, also, ich finde auch. Man darf es nur nicht zu ernst nehmen. Ja, man merkt aber auch, dass ja, wie du schon eben sagtest, die Räume sind teilweise schon ein bisschen liebevoll dekoriert. Ja. So, das sieht schon nicht schlecht aus. Hier ist besser jetzt kurz zu warten, bis zumindest unten geladen ist, ja. Okay. Weil das dunkel zu machen ist. Auch sehr gut, dass die Schlüssel nicht hier Peak, Ass oder so. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Es gab ja den einen, den Blau, mit dem blauen Markierung. Es ist dunkel. Hört das so? Da. Ich glaube, da fehlt was vom Raum. Ja, man kann warten, bis er geladen ist, aber es ist nicht so schwer. Wir sind hier bei okay. Und der ist auch nicht so schön. Da ist nur ein Loch in der Mitte und ja, irgendwelche, so ein Apparat an der Seite, wo ich eben... So mit der Engine könntest du so eine Reise nach Jerusalem-Spiel machen, ne? Weil die Zombies bleiben eh stehen, wenn du nicht guckst. Genau, jetzt gucken wir mal, was mit der Blutspur ist. Ha. Oh. Okay, gucken wir dann halt nicht. Gut. Oh. Aus dem Fenster gezogen. Genau, aus dem Fenster gezogen. Oh oh. Ja, und nichts. Ja, ja. Ist er irgendwie, es wird nicht richtig genutzt. Genau, diese Viecher sind nach 3 Schrotflinten Schuss tot und so ist halt die beste Methode. Okay. Es gibt Leute, die laufen an denen vorbei und machen das so, das ist, weiß ich nicht. Das hat jetzt ja nicht lange gedauert. Nee. Das sehe ich auch so. Das kann man mal ruhig machen. Genau, jetzt haben wir das Herz und die Feder. Jetzt gehen wir wieder runter. Ach ja, jetzt kommt hier es. Hier hört noch, die Blutspur jetzt auf oder geht's da noch weiter? Nee, die hört einfach auf. Hm. Genau, der kommt jetzt noch. Hallo. Ja, die Szene ist so geil. Genau, in den Raum, da gehe ich einmal kurz rein, wo der gerade rauskam. Vielleicht erkennt man's ja. Na? Ja. Das war das beruhigende Plumpsen. Genau, hier ist irgendwie so ein Zusatzraum. Vielleicht erkennt man es ja. Ah! Genau, und auch so hier mit der Jacke und so. Ja. Ich glaube, das sind alles kleine Anspielungen. Das definitiv, ja. Macht die Schreibmaschine irgendwas? Nee. Okay. Achso, doch, ich hätte dran gehen können. Dann sagt er, an der Schreibmaschine ist sogar Farbband oder irgendwie. Ah, okay. Irgendwie sowas, sagt er. Da merkt man halt schon, sie wollen auf jeden Fall daran erinnern. Ne? Mm. Ich würde gerne die Original Shinji Mikami und so, die Original Resident Evil 1 Entwickler sehen, wie sie sowas dann was streamen und spielen. Das würde ich gerne sehen. Ja, aber die haben sicher gute Geschichten und die können das ganz anders appreciaten, glaube ich, mit ihren Erfahrungen als wir Spieler. Mm. Ja, bisher läuft es echt gut. Ja, du wolltest doch nur einmal absichtlich auch getroffen. Genau, ne? Genau. Danach gar nicht mehr. Also das hat mal funktioniert, dass ich an denen irgendwie so seitlich vorbeikam. Mhm. Aber es war mehr Zufall. Mhm. Also es war von mir auch gar nicht gewollt. Ist das der, den du dir hingestellt hast? Oder ist das nur Zufall, dass der so aussieht, dieser Container? Doch, das ist der noch von vorhin. Ja, genau. Vorhin, ja, ich traue den ganzen Locations hier ja nicht mehr. Man weiß nicht, haben wir das schon mal gesehen? Vor dem laufen wir diesmal weg. Sieht auch sehr gruselig aus. Ja, die Animationen sind eigentlich mein Hauptproblem. Also, er hier mit diesem Otto-Gang. Ey, genau, ich wollte gerade sagen, der läuft wie Otto. Verdammt nochmal. Oh, das war verkehrt. So. Ja, ich meine. Platz im Inventar hast du unbegrenzt? Oder? Es reicht genau für die Sachen, die man finden kann. Man muss sich nicht irgendwie weiter. Okay. Genau, der ist natürlich ganz fies, wenn man das nicht weiß. Mm. So einen toten Winkel eben. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, also am Anfang, man kann sich da echt schwer tun. Wenn man das weiß, dann stellt man sich da hin und zieht von alleine. Und also,
Es gibt deutlich schwerere Spiele. So, hier rufen wir den Fahrstuhl. Müssen kurz warten. Was ist das für ein Raum? Ist das eine Leichenhalle? Leichenhalle, ne? Wäscherei. Wie gesagt, auch wie das alles zusammenhängt, ich... Ne, die haben auf jeden Fall einen enormen Verschleiß an Leichen. aber ob sie die selbst generieren oder ob die die ankaufen? Ob sie die selbst generieren oder ankaufen? Also der Besitzer des Hauses hatte vielleicht irgendwie, ja, ich habe noch eine Leichenhalle im Haus, jetzt muss ich nur noch Leichen organisieren. Ja, ich will gerade sagen, das ist, was willst du denn sonst machen mit ja, dem eben. Raum? Ach man. Jetzt haben wir das ja so schon. Eine Leichentagesstätte, ne? ja, geben Sie Ihre Leichen, wir kümmern uns drum, Sie holen sie abends einfach ab. Ja. Frisch gewaschen. Einparfümiert. Ich weiß ja nicht, ich meine, es gibt eine Menge Leichen, das ist ein ganzer Keller voller Leichen. Ich muss rausfinden, ich gucke mir eine Story zusammenfassen. Ja, wirklich. Weil ich wissen will, wie das zusammenhängt. Aber wie wär's denn, wenn du selber einfach ein Let's Play machst? Na, jetzt habe ich mehr oder weniger schon alles gesehen. Da ist dann ja, irgendwie finde ich schon die Luft raus. Du, aber die, auf die Rätsel zu kommen, ist, wie gesagt, ist. Boah, wieso ist der so dicht? Es macht wirklich Spaß. Auch jetzt gleich das letzte Rätsel. Also wir sind schon beim letzten Rätsel. Nee, das ist jetzt das vorletzte. Ich muss mir jetzt noch kurz die Magnum holen. Aber da war es ja erst ein Endgegner, oder bisher? Zwei. Die mit dem nee, Olle. Die große und die. Ach stimmt, ja, der große. Allein der Leichenberg. Große. Ja. Der war geil. Sogar also dieser Haufen. Den würde ich echt gerne noch mal in einem AAA-Spiel sehen. Gibt's in Castlevania. Muss ich mal gucken. War ja überhaupt erst überrascht, dass Castlevania die Anime-Serie tatsächlich. Na doch, gut, ne? Ja, dass die auf dem Spiel basiert, so wirklich, habe ich nicht gewusst. Und ich finde die Story richtig cool, muss ich sagen. Ich glaube, jetzt sogar eine dritte Staffel kam jetzt raus. Kam jetzt raus. War die dritte, ne? Ja, genau. Die ist auch richtig empfehlenswert. Alle genau, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe eins und zwei nämlich gesehen. Geht in derselben Qualität weiter und ist wieder was anderes. Also, sie schaffen es ja echt, dass man überrascht ist, was sie alles daraus machen. Da? Das war jetzt die Rache fürs erste Beißen hier, ne? Richtig. Ja, wird ausgetauscht. Den Sinn habe ich bisher nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Ich kam da einmal zufällig drauf, auf die Reihenfolge. Okay. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo hier sieht oder ob man irgendwie drauf kommen könnte. Ich hab's nicht gefunden. Ich erinnere mich an das Resident Evil-Rätsel mit denen, wo du die Gemälde nach dem Alter von den Leuten im Gemälde. In dem Korridor, glaube ich, oder? Genau. Ja, sowas machen die gerne. Wo die Raben oben waren und du das falsch gemacht hast. Dann kamen sie. Ja. Richtig, oh Gott. Stimmt. Ja, wie gesagt, wenn die in einer Reihe bleiben, sind die auch absolut nicht gruselig. Das ist das original eine Polonaise. Ja, aber. Da gibt's auch mal kurz Ladeschwierigkeit. A Dining Room. Oh, oder auch nicht. Nee, der kam ganz am Anfang. So, da muss unten auch noch fertig laden, so. Achso, ich dachte, nur jemand hat das Licht gerade. Es sieht aus wie Licht ausschalten. Yeah. Ja, wirklich. Genau, und eigentlich gibt es da diesen Zettel, der da an diesem einen Raum festgetackert ist. Und da rechts ist dann die Erklärung, was welches Symbol bedeutet. Und hier musst du dann, ich glaube, 8 Tasten sind es. Und auch nicht wenige. Wow. Und beim ersten Mal hatte ich immer einen Fehler. Ich denke mal, wieso ein Fehler? Nämlich der hier, das ist Salz. Hä? Ja. Es ist einfach so. Ein paar von den Symbolen gibt's, ein paar davon haben sie sich, glaube ich, ausgedacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, ja. Also es ist einfach eine sehr lustige Zusammenfassung sagen, von Symbolen. Ist männlich. Ja. Ich sehe männlichen und weiblichen Namen. Ja, Teil davon ist mal alphabet, was soll ich sagen? Genau, jetzt rüste ich mir schon die Magnum aus. Und jetzt kommen wir auch schon zum Endgegner. Echt? Okay. Genau, jetzt ist noch mal 2 Minuten Lauf oder irgendwie so. Also es kommt noch eine längere Leiter und ein Gang, der wo nichts ist. Also wo ich mir auch frage, wieso? Wieso baut ihr da nicht irgendwas ein? Wieso? Ja, aber da siehst du die unterschiedlichen Finanzen zu Resident Evil. Wollen Spannung aufbauen zum Endboss. Genau, so eine Leiter mit der Sicht ist auf jeden Fall gut. Aber bei Resident Evil wäre das ein Lift. Ja. Weißt du? Aber die haben keine Kohle, stimmt. Leiter. Die Leiter ist doch gut, mach sie halt endlos lang. Aber ich wollte gerade sagen, welcher Mensch würde da runtergehen? Weil wenn nichts ist, muss er wieder hoch. Der müsste vor allen Dingen so einen Sicherheitskreis drum, diese Metallkäfige müssen drum sein. Das ist komplettes Sicherheitsrisiko hier. Ja, so ein Kilometer Leiter ist nicht gut, nee. Und das Rudi mit Holz abgestützt, guck mal, wer hat denn das gemacht? Aber ey, immerhin ist es schon fertig, so das Bild, ne? Es muss nicht erstmal noch vorrendern. Ja, Respekt. Ja. Das haben die hinbekommen hier. Das haben sie hinbekommen.
Ja, diese Fahrten und so sind schon toll. Die hatte Resident Evil 1 nicht mal. Also, das muss man ja auch sagen. Das gab es zum ersten Mal in Code Veronica, oder? Solche Schwenks und so. Ja, das ist ein bisschen länger so large. Ich glaube schon, ja. Mhm. Ja, bei 2 und 3 noch nicht, ne. Ja. Was? Ja. Da bist du. Man erkennt die nicht so richtig. Gott, die Batcave. Groß das alles ist. Ja, ich sag ja, der Weg, der ist locker 2 Minuten. Es war normalerweise in den 90ern, wenn TV-Serien Geld sparen mussten, sind sie in die Höhle gegangen. So ist es gerade mal. Oder haben die Alten in die Höhle geschickt. Spart auch Geld. Oh nein, Picard ist mit Wesley in der Höhle gelandet. Also, bringen Sie mir Wasser, Crusher. Ah, um meine Socken zu waschen. So, 9 Schuss bräuchte der Gegner jetzt. Mhm. Wie gesagt, er kann 2 verschiedene Attacken. Mhm. Einmal so eine Druckwelle und einmal kann er Zombies spawnen. Und ich hoffe natürlich, dass er keine Zombies spawnt, weil das dauert eben nochmal. Mhm. Genau, das ist auch, das geht einfach nicht weg. Und jetzt sieht auch wieder alles anders aus irgendwie. Oh. Das ist der Teufel. Ja, und es ist lila, also Zombies. Ah. Ja, und auch dieses Anvisieren geht immer noch nicht. Es ist. Musst du die Zombies alle töten, bevor du. Ah, okay. Weil die. Sie schützt sich da jetzt kurz. Also, solange eben die. Das war nicht gewollt. Ja, es ist ein bisschen nervig. Mhm. Oh, das waren 6. Und nochmal lila, ich glaube. Das ist natürlich. Wir nehmen lieber einmal. Yay, RNG ist auf unserer Seite mal wieder. Ja, und auch das, wieso? Egal. Manchmal aimt er korrekt, manchmal nicht, oder? Ja, weil die auch nicht richtig angezeigt werden. So, wie gesagt, eben wurde ich ja auch gebissen von einem, den ich ja eben gerade erst abgeschossen hatte. So, es, ach so. Ich glaube, ja, die kommen nicht so ganz hinterher. Und. Stopp. Ja. Zeit. Noch unter 30. 9 Uhr. Sieht gut aus, Das war nicht schlecht. Ja, ich bin froh, dass es geklappt hat. So. Und ich noch. Ja, sehr schön. So, keine Ahnung, was das bedeutet. Stepmother. Ja. Ach, das ist seine Stiefmutter. Naja, aber die, mein Gott, die. Wen interessiert schon die Stiefmutter? Ne? Gott, ihre Knochen sind aus Glas. So können sich Füße doch nicht biegen. Ja, sie ist. Sie sind im Wasser, über dem Wasser. Das ist schwierig. No. Und jetzt geht auch gleich wieder irgendwie alles weg. Stepmother. Rest in peace, Stepmother. Mm. Naja. Tja. Ja, sollte genau. Jetzt ist man wieder da in dieser Höhle und. Okay. Das war schon irgendwie. Das heißt ein Step in Peace, Mother? Ja, wunderbar. Ey. Das war sehr unterhaltsam. Jo. Ja. Sehr schöner Run. Und das ist dir auch sehr gut gelungen. Ja, sehr schön. Was war deine PB? Das waren 28, 30 so ungefähr. Ja, da warst du nah dran auf jeden Fall heute. Ja, und ich glaube, dir hatte ich davon erzählt, ne? Ja. Der Weltrekord ist 26, genau. Und kam auch erst vor einer Woche. Okay. Also, und der weicht halt mehr aus, ne? Der schießt diese, ich sag mal, Hunter, schießt er nicht ab, sondern läuft an denen vorbei. Und ich wollte hier einfach jetzt auf sicher machen. Ja, ist aber auch schon geübt so, aber. Nein. Ja, cool. Willst du das jetzt noch weiter runnen? Versuchst du noch den Weltrekord vielleicht zu holen? Ja, kann man ja machen, ja. Ich schaue mir auch noch mal genau an, wie er das gemacht hat. Mhm. Bisschen abgucken. Ja, nice. Ja, doch, ich werde schon versuchen. Okay, okay. Also noch habe ich Spaß dran, sag ich mal so. Okay. Und Resident Evil 3 kommt ja jetzt auch demnächst. Und da werde ich mit meinem Cousin auch noch mal versuchen, das vielleicht zu runnen. Ja. Alles klar. Mal schauen. Ja, da machen wir übrigens auch, kann ich an der Stelle erwähnen, ganz viel zu Resident Evil 3. Also wir werden, soweit ich das weiß, Gregor, ne? Ja. Fabian und ich werden das direkt, wenn es rauskommt, spielen. Und auch direkt am übernächsten Tag auch noch mal richtig lange spielen. Also wahrscheinlich haben wir es dann schon. Ich habe gehört, es wäre sehr kurz. Unter 10 Stunden hätte ich, ich gehört. Mal gucken. Ja, wo kann man dich finden? Bei Twitch? Bei Twitch, ja. Batman vs. Sparrow, Okay, genau. Einfach Batman vs. Sparrow bei Twitch. Lass den einen Follow da. Ja, schön. Du streamst öfter Speedruns oder was? Und alles Kampfspiele auch. Und Kampfspiele, Fighting Games. Okay. Genau, Fighting Games, ja. Und das auch online, offline, alles. Alles klar. Ja, schaltet bei ihm ein, folgt diesem Mann.
Und wenn ihr euch hier bewerben wollt, da ist die Adresse. speedrandale@rocketbeans.tv. Alternativ auch bei mir bei Twitter oder bei Twitch unter SimicLove und SimicLove101 bei Twitch. Da könnt ihr euch auch bewerben. Und ja, vielleicht sehen wir euch bald hier. Vielleicht ist möglich. Ja, vielen Dank, Leute. Das war's. Tschüss. Tschüss.